Herzlich willkommen zusammen zurück hier am Kanal. Heute wieder Weidenkörbe verkaufen. Kommen tatsächlich gar nicht so viele zusammen. Hier war denn einer? Ich werde, glaube ich, direkt nochmal 3 Stück herstellen, oder? Und mal 4 Stück. Dauert kurz ein Ticken. Und dann geht's auf rüber nach Gustovia zu Radegundra. Boah, die könnten wir heute auf 70% bekommen. Ich weiß nicht, wie weit ich sie bekommen muss, aber schauen wir mal, wie es läuft. Und im Anschluss ist mein Plan, die eine Jagdhütte fertig zu bauen. Und insgesamt habe ich mir so ein bisschen überlegt, ich muss ja doch schon noch relativ viel machen, wenn ich jetzt hier so massig Geld verdienen möchte, damit ich an meine Weidenkörbe komme. Also muss ich ja schon ordentlich Stöcke sammeln. Holzfäller, schön und gut, ja. Die versorgen uns perfekt mit Holz. Den habe ich übrigens auch neues Werkzeug gemacht. Das waren nämlich alle. Und die sammeln tatsächlich auch Stöcke, aber das sind so wenige. Da habe ich nichts von. Da kann ich keinen Korb draus machen. Die sind schneller wieder weg, wie ich schauen kann. Aus dem Grund sollte ich mal im Hinterkopf behalten, dass ich ja mal schaue, noch ein paar zusätzliche Holzfäller einzustellen bzw. Holzfällerhütten zu bauen. Vielleicht ein bisschen verstreut, weil wir haben ja festgestellt, es ist zwar wurscht, ob jetzt Dorf oder Wald, kommt selber raus, aber wenn die vielleicht zu nah sind, kann es trotzdem negativ sein. Muss ich ein bisschen aufpassen, aber vielleicht finden wir es auch raus, weil wir aus Versehen doch zu nah aneinander bauen. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Es wird natürlich eher hinten angestellt. Als erstes kommen dann mal Lehmschuppen, Mine und so Sachen. Jetzt erstmal hier bei der Liebsten vorbeischauen. Schau mal, wie es der geht. Hoffentlich friert sie nicht. Bei der Eiskälte hier. Weil eigentlich die Schneedecke isoliert, also so ultra kalt ist es dann auch nicht. Hier ist ja so ein bisschen der Vorteil, hier liegen noch Steine rum. Oh, es ist gar nicht da. Wo ist sie denn noch? Warte, Gundra. Guten Tag. Wie geht es dir, meine Schöne? Babam. Ja. Manche sagen, dass der König die Zukunft voraussagen kann. Gefällt dir auch. Okay, seltsam. Jetzt war ich eigentlich der Meinung, sobald ich zweimal einen Korb bekomme, geht es nicht mehr weiter. Diesmal ging es jetzt schon früher nicht mehr weiter. Na gut, vielleicht sind es Nachwehen vom letzten Mal. Holen wir uns die 200 Münzen ab. Dankeschön, bis später, die Dame. Aber trink was Warmes, nicht als Krankwurst, gell? Ich würde jetzt tatsächlich hier oben noch ein paar Stöcke sammeln. Die Steine liegen unten. Die muss ich jetzt nicht sammeln. Dann können wir noch mal schnell ein paar Äxte verkaufen. Dann kommen wir wieder über die 200 Münzen. Das ist richtig gut, dass ich jetzt schon, weiß es gar nicht. Ich denke aber, mit der Folge sind es mal mindestens 5 Folgen hintereinander, wo ich jedes Mal im Schnitt
mehr als 200 Münzen gemacht habe. Mit den ganzen Offscreen-Geschichten. 200 war ja so ein bisschen das Ziel. Und gut, da wusste ich auch noch nicht, dass... Was liegt denn da für ein Haufen? Zack, 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 zack. Da wusste ich auch noch nicht, dass... ich doch mehr wie 400 Steuern zahlen muss. Aber... ich denke, dass was wir mehr gemacht haben jetzt pro Tag, das kompensiert das Ganze auf alle Fälle. Und ich sollte mal eine Kleinigkeit essen hier. Dann bin ich auch wieder leichter und kann wieder mehr Sachen aufnehmen. So. Ich werde dann schauen, dass ich die nächsten Folgen nicht mehr so viel Zeugs hier sammeln muss. Sondern, ja, wir werden dann halt einmal einen kleinen Abstecher machen. Ein bisschen was ich offscreen vorproduziert habe, verkaufen. Mit der Dame flirten. Und dann kann ich mich ja in erster Linie um ein neues Gebäude kümmern. Ihr wisst, was ich meine. Warte mal. Da muss ich lang. Hier. Fast verlaufen. Wie viele Stöcke hatte ich denn jetzt? Ich glaube 110 oder so. Das heißt, sie können mal mindestens 11 Äxte machen. So viele Steine haben wir auf alle Fälle noch da liegen. Es war schon gut, dass ich das damals gemacht habe. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen was herstellen. Genau, 11 Stück können wir machen. Ja, ich denke, zukünftig werde ich das nicht mehr machen, denn wir holen uns demnächst dann als Schweine, dann haben wir Dünger. Dann ist das ganze Geld für Steuern da. Und dann vielleicht auch mal, weiß nicht, ob wann ich mir ein Pferd kaufen kann, aber einen Rucksack, vielleicht kann ich einen bauen, vielleicht kann ich einen kaufen. Dann kann ich auch mehr tragen. Und dann kann ich mit dem Offscreen vorproduzierten viel mehr Geld umsetzen. Und wir können uns dann auf wesentlichere Dinge konzentrieren. Dann habt ihr nicht mehr so viel Wartezeiten hier, wenn wir jetzt hier bei der Steinaxt bauen. Ach so. Bin natürlich noch zu schwer. Mal 12 Kilo ablegen. Immer noch zu viel, aber es geht. Sie ist nicht da. Da ist sie doch. Oh. Das ist so eingebrannt, dass sie da drüben sitzt, dass ich das vergessen habe, dass ich sie vor nicht mal 5 Minuten da gesehen habe, wieder gesprochen habe. Krass, oder? Geht's denn euch damit? 165, das heißt, da haben wir 365. Wunderbar, wer bist du eigentlich? Edwin, schläfst schon halber? Ah, guten Tag. Ja, du bist auch Händler. Sehr schön. Ja, gut. So. Ja. Ich renn zurück, beziehungsweise kurz Richtung Wasser, ein bisschen was trinken. Dann können wir jetzt schnell noch die Jagdhütte fertig bauen. Denn wird er direkt dann im Frühjahr sauber soll ich sein, wenn ich mit jemand flirten möchte. Genau, im Frühjahr, also
nächste Folge für euch dann. Gehen wir rüber zu Lorelei. Und holen die direkt zu uns ins Dorf. Natürlich vorher noch ein Häuschen bauen für sie. Da brauchst du natürlich auch direkt eine Arbeit. Kannst du ein bisschen Pilze sammeln oder so. Ja. Was brauche ich denn noch? Ich weiß es nicht genau. Ich würde einfach vorsorglich schon mal. Während ich mir so ein bisschen zwischendurch ausruhen muss, hier ein paar Stöcke sammeln. Denn ich habe zum einen selbst keine Axt. Doch, eine Bronze-Axt habe ich, glaube ich, noch. Brauche ich noch Stroh? Ah, vielleicht. Ich war halt schon lange nicht mehr oben. Das, wenn ich jetzt wüsste. Gehen zur Sicherheit kurz ein bisschen Stroh holen. Baumstämme kann ich oben fällen. Da. Ist ja auch Schilf. Zu Stroh oder nicht? Scheinbar nicht mal. Dann muss ich kurz hier bis davor. Da hat es definitiv genug. Eigentlich ist es hier mehr so eine Art Seegraspflanze und Schilf war eigentlich das, wo wir gerade hinter uns waren. Mit den richtigen Rohrkolben oben dran. Damit habe ich als Kind immer Pfeil und Bogen gebaut. Also. Das Schilf. Für die. Ja, quasi für den Pfeil und als Spitze vorne drauf. Von Holunder. So, machen wir den Baum hier. Von den Holunderblüten. Wenn man sich da so einen Zweig abschneidet, der so, ja, sagen wir mal 1-2 cm fett ist, dann kann man daraus in der Mitte, so etwas so dick wie das Schilfröhrchen, so ein richtig weicher Kern, den kann man da durchstoßen. Dieses Styropor. Kann man theoretisch dann auch anspitzen, wenn man mag. Muss man aber jetzt nicht. Und dann hat man einen Pfeil, der dann halt vorne schwerer ist und sich dann gut schießen lässt. Ja, zum Glück haben wir Stroh mit. Na, Stöcke nur. 1, 2, 3. Hier noch ein bisschen Stroh. Stroh sollte reichen. Maximal 4 Dächer. Weiß jetzt nicht, wie viel das schon drauf waren. Vielleicht auch keins. Genau das hier noch. Ah, Rundholz fehlt. 3 Stück noch. Stöcke. Tatsächlich hier kurz ein Stück reinlaufen. Nehmen wir uns den hier. Da ist direkt links davon noch ein Junger. Der kann dann hier weiter wachsen. Wenn wir schon Steuern zahlen müssen, weil wir es angefangen bei uns zu bauen haben, dann können wir es auch mal fertig machen und eben nutzen dann. So. Aha. Fertig. Na,
Was wir jetzt noch machen können, ist ja... Brauchen ja immer Steinmesser. Jetzt haben wir ein paar Sticks noch. Vielleicht da Richtung Berg hat es irgendwo immer Steine gehabt. Da hinten. Machen wir noch ein paar Steinmesser und legen die direkt in die Truhe. Da muss ich nicht hier hochlaufen, sobald ich dann im Frühjahr die erste Arbeiterin dahin schicke. Und vielleicht, das weiß ich nicht, könnte ich aber nachschauen. Braucht ja die Hütte nebenan auch noch ein bisschen Messer. Schauen wir mal. Babam. Jagdhütte, ne, die hat alles. Noch. Vermutlich aber auch nicht allzu viel. Was ist er denn da? Dann machen wir mal direkt ein paar Steinmesser. Ein Stück kann man machen. Hoffentlich wird man dadurch wieder ein bisschen leichter. Oh ja, deutlich, deutlich. Es ist gar nicht an was, das gefehlt hat. Stöcke oder Steine? Ich denke Steine. Drei fertig. Genau, noch eins. Dann können wir direkt weiter. Noch ein paar Steine sehen. Oh, das liegt doch an den Stein. Eher Stöcke, oder? Stöcke tatsächlich. Aber aufgrund der Steine hätte man tatsächlich auch nur eins mehr machen können. Jetzt können wir noch drei machen. Warte, dann hier noch ein bisschen Hölzer. Fünf waren es, genau. Und 25. Zack, zwei. Dich noch. Ach, schon wieder zu schwer. Die paar Meter laufe ich jetzt aber. Dann laden wir die aus und laufen mal rüber. So. Komm her, Messer. Wo seid ihr denn hier? Ja, dann haben wir auch schon wieder den nächsten Winter überstanden. Sehr schön. Freue ich mich schon, wenn es wieder wärmer wird und nicht mehr alles so weiß ist, auch wenn der Schnee echt sehr genial umgesetzt ist. Ui, das war jetzt nur eins. Ich wollte eigentlich mehr haben. Müssen wir direkt nochmal machen. Drei weitere noch. Ja, wie viel? 500 Münzen übrig müssten wir jetzt haben. Das hilft uns auf alle Fälle. Gespannt, wie viel das ein Schweinchen kostet. Falsche Tasche. Entschuldigung. Bam, 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 bam. So. Ich gehe wieder ins Dorf und bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Tschüss. Ciao, ciao.